traumhaften Bündner Berge locken jedes Jahr unzählige Touristen an. Doch die Idylle trügt. Berge haben es in sich. Die Rede ist vom natürlichen, radioaktiven Gas Radon. Es ist gesundheitsschädlich und nach dem Rauchen die wichtigste Ursache für Lungenkrebs. Vom Boden her dringt Radon in die Häuser ein. So auch im Sporthotel Molin in Breil. Der Pächter Yves Arnoldi hat seine Gäste dieser Gefahr nicht aussetzen. Ungefähr vor 3 Jahren hat unser Architekt, der baubiologisch arbeitet, hat uns empfohlen, den kompletten Untergeschoss neu zu sanieren. Das heisst, so abzudichten, dass es eben für Radongas nicht mehr aufsteigen könnte. Das ist für mich aber nicht in Frage gekommen, weil das zu grosse Investitionen gewesen wären für unseren kleinen Betrieb. Es wären mehrere 10'000 Franken gewesen. Eine andere Lösung hat her müssen. Durch Zufall hat der Hotelier von der Firma Fostac und ihren innovativen Produkt gehört. Da war klar, gegen das aggressive Gas hilft der Ervelino. Ein dekoratives Gerät, das nebst Elektrosmog auch die radioaktive Belastung neutralisiert. Durch den Ervelino konnte ich das so harmonisieren, dass die Strahlung nicht mehr auszehrend, also nicht mehr energieraubend wirkt. Meine Mitarbeiter sowie auch ich, unsere Haustiere, haben einfach gemerkt, dass es zum Teil etwas anderes ist, dass eine Veränderung da war, dass es zum Teil eben frischere Luft auch im Haus war. Das heisst, es hat sich frischer angefühlt. Man war aber auch leistungsfähiger, ausgeruhter bei der Arbeit. Und auch die Gäste haben positives Feedback gegeben, ja, dass es eine gute Atmosphäre hat im ganzen Haus. Und übrigens, auch die radioaktiv strahlenden Feuermelder im Hotel konnten mit Hilfe von Ervelino einwandfrei entstört werden.